Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Wie man sieht, haben wir Effektivität ein Level abbekommen. Ich wollte euch eigentlich erst begrüßen, wenn wir wieder dem Morgen entgegenblicken, aber so muss es dann halt diesmal ein bisschen anders gemacht werden. Und Wildsaat können wir als Rezept herstellen. Ein bisschen Geld, nicht viel. So, wir haben vergessen, den Wetterbericht zu gucken. Das wird als erstes gemacht. Wetterbericht. Willkommen bei Koso 5, dein Lieblingsquelle für Wetterneuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen. Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. So, dann müssen wir heute wieder ein bisschen gießen. Okay. Gedrückt halten macht es nicht besser. So, jetzt wieder auffüllen. Jetzt hacken wir uns hier mal ein bisschen durch. Samen tun wir direkt hier rein. Ah, das wird da ein bisschen ungemütlich. Da sind nämlich größere Steine. Okay, nochmal zurück. Dich, 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 dich. So, und noch ein Wildsamen. Gucken wir mal, was aus dem ganzen Wildsamen rauskommt. Ich bin eigentlich dafür, dass das auch wegkommt. Ich muss mal ein bisschen platzieren. Ups. So. Spitzhacke. Zu
Jetzt langsam knapp. So. Ich würde sagen, wir sind nun angekommen. Und ab geht's. Ah, Bürgermeister Lewis hat mir gesagt, dass du gerade angekommen bist. Ich bin Mani. Ich verkaufe Nutztiere und allerlei Hilfsmittel auf meiner Ranch. Schau auf jeden Fall mal vorbei. So. Ah, okay. Hier ist nichts. Oh. Hier ist noch was. Schlossen. Ein wilder Meerrettich, den nehmen wir mit. Oho, wer ist denn hier? 1, 2, 3, 4, oh nein, ich habe es wieder vermasselt. 1, 2, 3, 4, ich habe es wieder vermasselt. Okay, das gibt jetzt Zeit. Jess wird die Tochter von Mani wahrscheinlich sein, oder? So, 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 so. Dann gucken wir mal auf den Kalender. Morgen müssten übrigens die fast die Nacken gewachsen sein. Also in der nächsten Folge. Aha. In der Kneipe nachts ist manchmal ziemlich viel los. Manchmal werfen sogar einige ein Münzen in die Jukebox-Kicher. Ich mag es mindestens einmal in der Woche vorbeizuschauen und auf den neuesten Stand zu kommen. Darf ich da mal ran? Ah. Wer ist hier? Ah, du bist's. Bohnen. Okay. So, hier ist nix. Ah, 16 Uhr nur. Ich hab's vergessen. Wer bist du?
ich schon? Nein. Hey Kind, ich heiße Pam. Sei kein Idiot und wir werden uns gut verstehen. So, jetzt habe ich, glaube ich, alle. Ups. Alle. Bis auf eine Person. Nämlich die hier. Shane, es tat bei der Arbeit. Es scheint kein Interesse, ein Gespräch zu haben. Okay. Alles teurer. So. Mach jemand ein Geschenk. Jetzt aber. Was willst du? Lass mich in Ruhe. Ach, komm doch. Sei doch nicht so assi. Gucken wir mal auf den Kalender. Wann hat denn der gute Herr Geburtstag? In 3 Tagen. Haben wir uns eigentlich das Wetter schon angeguckt? Sollte sonnig werden, oder? Das vertue ich mir jetzt. Ich gucke immer nochmal nach. Einmal zu viel ist nicht. Jo. Jo, es wird schon wieder Abend. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich auf jeden Fall. Und ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.